Heute geht es mal um eine sehr effektive Methode, um zu lernen. Und da will ich dir noch mal ein paar Hilfen geben, wie du diese Lernmethode optimal nutzt. Ich habe immer sehr gerne in Lerngemeinschaften gelernt. Das hatte mehrere Vorteile. Und zwar zunächst mal ist es so, dass man, wenn man sich mit der Gruppe trifft, dann ist man zunächst mal gezwungen, was zu tun. Ist klar, wenn man die Kilometer fährt, dann will man auch was davon haben. Und es hatte zusätzlich noch den Vorteil, dass man sich gegenseitig unterstützen konnte. Das heißt, wenn man was nicht verstanden hat, dann konnte man direkt ad hoc die Klassenkameraden fragen. Und in einer Gruppe von 3 bis 5 Leuten, dabei sei nicht jemand immer eine Antwort. Das würde ich dir auch so empfehlen, dass du in Lerngemeinschaften lernst. Und darum soll es heute nochmal weiter in diesem Video gehen. Mal ein kleines Beispiel, wie Lernen in einer Lerngemeinschaft nicht funktioniert. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen übertrieben, aber vielleicht erkennst du dich darin selber wieder. Nehmen wir Folgendes an. Du hast dich mit deinen Klassenkameraden zum Lernen verabredet und ihr wollt jetzt richtig loslegen. Ihr wollt richtig lernen. So, ihr verabredet euch also, kommt jemand an, denkt sich, oh, cool, nur 10 Minuten zu spät. Ich rauche vorher nochmal eine, nochmal 5 Minuten rum. Dann geht ihr in die Wohnung von eurem Klassenkameraden oder wo ihr euch auch immer trefft und dann ist natürlich erstmal ein bisschen Smalltalk angesagt. Was ist in der Schule gelaufen? Was war am Wochenende? Wie auch immer. Ist nochmal eine Viertelstunde rum. Jo, dann wird erstmal ein Käffchen getrunken. Nochmal 10 Minuten rum. Und da die letzte Zigarette ja auch schon bald eine halbe Stunde her ist, wird vorher nochmal eine geraucht. Jetzt wollt ihr langsam mal loslegen. Und das erste, was dir aufgefallen ist, es sind schon so 30 bis 45 Minuten rum. Und eigentlich habt ihr noch gar nichts gemacht. Jo, was nun? Ihr lernt ein bisschen und nochmal eine halbe Stunde später ist es an der Zeit für die nächste Raucherpause. Nochmal 5 bis 10 Minuten rum. Danach, nach der Raucherpause, wird nochmal schnell übers Handy im sozialen Netzwerk geguckt, was es denn so Neues gibt. Und da kann man ja durchaus wieder 15 bis 20 Minuten rumbringen. Das Ganze wiederholt sich ein paar Mal und ja, was ist zum Schluss passiert? Ihr habt euch für 4 Stunden getroffen. Die effektive Lernzeit sind allerdings nur 1,5 Stunden. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Deswegen nochmal heute ein paar Tipps, wie du dich optimal oder wie du die Lerngemeinschaft optimal nutzt. Was ich dir damit sagen will, in Lerngemeinschaften ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass du immer dran denkst, warum du das denn machst. Warum bist du die Kilometer gefahren? Du hast es gemacht, um zu lernen und du willst den Stoff verstehen. Das heißt also, ein kurzer Smalltalk zur Begrüßung, ja. Ein Kaffee trinken zwischendurch mal eine Pause, von mir aus, kein Problem. Wenn jemand raucht, ein Rauchen gehen, auch noch okay, klar. Aber wichtig ist eben, nutzt die Zeit effektiv und konzentriere dich darauf, dass ihr zusammen lernt, dass ihr was mitnehmt. In der Klausur hinterher fragt dich keiner mehr, ob du in 4 Stunden ergebnislos da saßt oder nicht. Es kommt aufs Ergebnis drauf an. Und das verbesserst du einfach, indem du wirklich ganz gezielt lernst und die Zeit nutzt. Nutzt das, dass ihr das in der Gruppe macht, du weißt, was du nicht verstanden hast, frag deine Klassenkameraden und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das so machst. Ansonsten hängst du irgendwann in der Schule, erzählst ganz stolz, ja, wir haben 4 Stunden gelernt. Habt ihr nicht. Vielleicht, wenn ihr wirklich die Zeit vertrödelt, waren es effektiv nur 1 oder 1,5 Stunden und davon hast du einfach nichts. Noch ein weiterer wichtiger Tipp für Lerngemeinschaften ist, lern von den Besten. Das heißt also, tu dich mit den Leuten aus deiner Klasse zusammen, die es richtig drauf haben, dann wirst du sehen, denen wird ja gerne unterstellt, dass die das einfach so können, dass denen das zugeflogen ist. Ist in vielen Fällen nicht so. Die Leute, die die guten Noten schreiben, sind in der Regel auch diejenigen, die wirklich was tun, die sich richtig anstrengen. Und wenn du von denen lernst, wirst du feststellen, die haben bestimmte Techniken, die haben einen bestimmten Willen, das zu machen. Das heißt also, das erste ist, die setzen sich dran und lernen. Während andere davon reden, oh, ich müsste ja eigentlich mal anfangen zu lernen, ich könnte ja mal was tun und so weiter. Diejenigen machen das. Ganz wichtig. Und du wirst sehen, Fleiß wird belohnt. Dann haben die noch bestimmte Lerntechniken, in der Regel. Und dann wirst du sehen, wenn du die übernimmst, dann werden sich deine Noten schlagartig verbessern. Du wirst effektiver lernen und du wirst in kurzer Zeit sehr viel mitnehmen. Da bin ich mir sicher. Merk dir das. Immer von den Besten lernen.
Ja, meine persönliche Erfahrung, wie lerne ich am besten? Also, mir hat es immer sehr viel geholfen, in einer Gruppe Sachen zu diskutieren. Das heißt also, man lernt mit 3 bis 5 Leuten. Jeder sagt, wie er es selber verstanden hat. Und da schmeißt man einfach mal zusammen. Und so hat es bei mir einen sehr hohen Lernerfolg gebracht. Es gibt Fächer wie Mathematik, da gibt es in der Regel nur eine Lösung. Da funktioniert das nicht so gut. Aber zum Beispiel Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, da funktioniert das recht gut. Und das würde ich an deiner Stelle einfach mal in deiner Lerngemeinschaft ausprobieren. Inwieweit das euch hilft. Und da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Weiterbildung und wir sehen uns im nächsten Video.